Hallo und herzlich willkommen bei Bastuning. Wir werden heute beim A38L den Sitz vorne ausbauen. Das ist eigentlich ganz simpel. Wichtig ist Batterie abklemmen, weil wir hier einen Airbag-Sitz haben und dementsprechend klemmen wir die Batterie ab. Wir fangen an. Dann hier vorne 1, 2 Muttern, die wir öffnen, sind 13er. Dann stellen wir den Sitz einmal komplett nach vorne. Hier ist einmal eine drüber, die ich schon gelöst habe. Ich zeige euch gleich, wie es funktioniert. Und hier haben wir eine Schraube drin. Das machen wir gleich. Hier ist es jetzt so, dass die Blende nur gesteckt ist. Wir haben hier einen Clip, der ist normalerweise hier oben dran und ist dann hier oben drin. Ihr habt hier eine kleine Öffnung, wenn ihr hier meinen Finger seht. Hier hinten nur gesteckt. Praktisch hier unten reingreifen und den Clip lösen. Und dann könnt ihr die Abdeckung nach oben hin wegziehen. Die ist dementsprechend hier hinten eingeklipst. Hier drüben auf der Seite ist es etwas besser gelöst. Reinfahren und diese Abdeckung, also diesen kleinen Stopfen rausdrücken. Dann brauchen wir einen Kreuzschraubendreher und können das abnehmen. Das ist dann die Kreuzschraube, die da drin ist. Die ist hier praktisch verschraubt. Nächstes drehen wir unsere Rückenlehne komplett nach vorne und schieben jetzt den Sitz komplett einmal zurück. Vorne etwas anheben, dann rutscht er aus der Führung raus und dann nach hinten rausschieben. Führung raus und wir können ihn etwas anheben. Und kippen ihn um. Unten haben wir dann den Stecker für den Airbag. Sitzheizung hat das Fahrzeug nicht. Da war natürlich nochmal ein extra Stecker für euch da. Ist aber eigentlich ganz simpel. Wir ziehen den Stecker einmal hier raus. Und haben dann hier eine Nase, drücken wir hier rein und können entriegeln. Also nicht diesen kompletten Clip, nicht diesen Clip komplett hier außen drücken, sondern hier innen habt ihr einen ganz kleinen Clip, dieser beweglich ist. Hier haben wir dann noch einen Clip, wo das Kabel gehalten wird. Hier haben wir dann noch einen Plastikhalter, wo das Ganze gehalten wird. Der ist einfach nur hier hinten in diesem Loch eingeklipst. Und dann habt ihr den kompletten Kabelbaum vom Sitz entfernt. Dann wieder aufstellen und rausheben. Das mit der Rückenlehne, mit dem so weit nach vorne wie möglich, haben wir nur gemacht, dass wir den Sitz hier anständig kippen können, um dann vorne den Kabelstrang zu entfernen und natürlich auch fürs Rausheben da beim Viertürer, also Sitz entfernt wird beim 3- und 5-Türer gleich. Nur haben wir natürlich das Problem, dass beim 5-Türer die Türen vorne etwas kleiner sind. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wann immer das Video seht. Weitere Videos gibt es natürlich auf dem Kanal, auch zum A38L. Bis dahin, ciao.